Leute, es ist offiziell Frühling und das bedeutet, es ist Zeit für meine Frühlingsdüfte. Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es meine liebsten Frühlingsdüfte für ja, dieses Jahr. Es wechselt immer so ein bisschen. Ich habe allerdings auch so meine Wiederkehrer, meine Holy Grails, wenn man das so sagen möchte. Und ich beginne auch mit genau so einem Duft, der einfach für mich immer geht, der seit Jahren geht. Was bei mir schwer ist, weil ich kaum einen Duft wirklich sehr viele Jahre trage oder nachkaufe, geschweige denn. Und das hier aber schon. Das ist Flora Botanica von Balenciaga. Ich kaufe mir immer die kleinen Flaschen, weil ich immer nicht weiß, wann kommt der Punkt, wo ich es nicht mehr riechen kann. Aber also für mich im Designerbereich, was man jetzt wirklich in der normalen Parfümerie kaufen kann, eines der besondersten Parfums, die ich jemals gerochen habe, eigentlich egal ob Designer oder Nische. Wahnsinn, man bekommt es für einen unglaublich guten Preis, gerade auch die großen Flaschen. Ich finde den Flakon, der ist einfach genau meins und der Duft sowieso. Ich erzähle immer, das hat jemand getragen, damals als ich in der PR gearbeitet habe. Und das war für mich eigentlich immer so ihr Duft. Und dann aber Jahre später ist mir das wieder in die Nase gekommen und ich wusste, ich muss den haben und ich kann mich damit so gut identifizieren. Also hier ist drin Amber, Kaladienblatt, Minze, Gartennelke, Rose und Vetiver. Und viele sagen, dass der auch nach Rose riecht. Ich bin ja gar nicht so der Rosenfan. Ich glaube, für mich riecht der grün fast wie so ein Garten im Frühling. Wirklich so, man riecht das Gras, man riecht so ein bisschen die Würze vielleicht von Kräutern, die so daher weht. Und dann aber eben auch so diese blühenden Rosen und einfach so diese ja, Blütenknospen, die man so riecht. Also wirklich so ein unglaublich toller, sehr eleganter, moderner Garten. Wahnsinn. Also den müsst ihr ausprobieren. Und an Tagen, wo es euch nach was Süßem ist und ihr einen leckeren Blaubeerkuchen essen wollt, kann ich euch den hier sehr ans Herz legen. Ich muss sagen, mittlerweile erinnert er mich ein bisschen an meine Mama. Ich habe nämlich meiner Mama auch geschenkt. Und sie trägt den sehr gerne und auch sehr oft. Aber ich finde den wirklich Wahnsinn. Also erstmal schaut euch mal bitte diesen Flakon an. Die Marke nennt sich The House of Oud und lasst euch aber nicht davon abschrecken. Also die nennen sich, glaube ich, mittlerweile THOO, aus genau dem Grund, dass das halt nicht so abschrecken soll, weil die Düfte sind teilweise total frisch und überhaupt nicht so, wie man sich vielleicht einen schweren Oud-Duft vorstellt. Der Duft heißt The Time und hier ist drin in der Kopfnote Bergamotte, Wermutkraut und Kamille. Herznote blauer Tee, Iris und Eisenkraut und Basisnote Zedernholz, Moschus, Amber und schwarzer Tee. Und ich hatte mal einen Früchtetee, der nach Blueberry Muffin gerochen hat, Blaubeermuffin. Und das riecht für mich genauso in raffinierter, feiner, eleganter. Also für mich kommt diese Blaubeernote total gut raus. Ich finde, dass der nicht zu würzig ist. Auch der geht für mich eher in so eine grüne, frische, spritzige Richtung. Hat aber eben so ein bisschen dieses Smoothe von so einem Tee. Und auch so leicht was Pudriges von der Iris. Also ich finde, das ist so ein süßer Duft für die, die es aber elegant wollen und nicht ganz so wie eine Zuckerbombe. Den nächsten Duft habt ihr vielleicht vor nicht allzu langer Zeit erst gesehen. Und zwar ist der sehr neu in meiner Kollektion. Es ist ein H&M-Duft. Above the Clouds heißt der. Und der riecht einfach. Schaut euch gerne mal das Dupe-Video an. Da habe ich den nämlich als Dupe mit einem anderen Duft verglichen, aber der riecht einfach nach frischer Wäsche, nach Waschmittel. Der riecht einfach nur nach frisch geduscht. Hier ist drin Baumwolle, Rose, rosa Pfeffer, Moschus und Amber. Und ich muss euch sagen, der kann wirklich mit den Nischendüften mithalten, was die Haltbarkeit angeht oder auch wie man ihn wahrnimmt. Also man riecht ihn wirklich intensiv und lange.
Es ist definitiv eher ein synthetischer Duft, aber ich finde, frische Wäschedüfte sind sehr oft einfach so ein bisschen synthetischer. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm und vor allem bei dem Preis. Ich mag auch den Flakon, ich finde den irgendwie total süß. Und wenn ihr einfach etwas wollt, was so nach frisch geduscht riecht, wo ihr euch nicht so viel Gedanken drüber machen müsst, ich finde, den kann man auch sehr, sehr gut layern. Schaut euch mal Above the Clouds an von H&M. Dieser Duft hier ist definitiv unisex, den trägt Pablo sehr gerne. Ich muss aber sagen, ich habe den das erste Mal an Freundinnen gerochen und finde auch, dass das definitiv, je nachdem, was man so für eine Type ist, dass das sowohl Frau als auch Mann sehr gut tragen kann. Diese Duftkategorie einfach. Und zwar ist das Eau de Sens von Diptyque. Das ist das Eau de Toilette. Ich finde, dass Diptyque-Düfte oft nicht so lange und nicht so intensiv riechen, gerade bei frischeren Düften. Das ist ein sehr frischer Duft. Aber ich finde, das ist nämlich nur das Eau de Toilette, dass der dennoch sehr stark und lange riecht. Hier ist drin Orangenblüte, Bitterorange, Wacholderbeere, Angelika und Patchouli. Und Pablo liebt Orangenblüte und ich liebe Angelika. Und ich finde, dieser Duft vereint sehr, sehr gut so diese frischen Orangenblüten mit so einer Würzigkeit von diesen Angelika-Samen. Also es geht auch wieder so in die Richtung eines Gartens. Es hat auf jeden Fall eine sehr herbe Note, aber ich finde, durch die Orangenblüte hat es eben auch so ein bisschen was Süßliches. Und ich weiß nicht, wenn ich die Duftnoten so lese, dann spricht es für mich weder nach etwas, was nur für Männer ist oder nur für Frauen. Da sind jetzt keine super harten Noten drin, aber auch eben nichts zu Weiches, zu Blumiges. Ich finde den einfach... Das ist wirklich so ein frischer Duft, einfach so für einen Gentleman oder einfach für eine Frau, die so ein bisschen was Besonderes sucht, was trotzdem frisch riecht. Diesen Duft hier habe ich tatsächlich blind gekauft. Eine YouTuberin, die leider sehr, sehr wenig YouTube-Videos hochlädt, aber sie hat einen sehr ähnlichen Geschmack zu mir und sie hatte den hier empfohlen und es klang irgendwie... gar nicht nach mir, aber irgendwie hat es mich doch total angesprochen. Und ich habe ihn blind gekauft, weil ich ihn nirgendwo gefunden habe. Und zwar nennt er sich Isia von Sisley. Sieht so aus. Und das ist für mich ein sehr einfacher, sehr linearer Duft. Also für mich riecht es einfach nach einer spritzigen, fruchtigen Rose. Ich finde, wenn man das schafft, mit dieser sehr klassischen Duftnote so das Modern zu umspielen und irgendwie interessant zu machen und nicht ganz so madammig, liebe ich das. Und das ist für mich so ein richtiger, gutes Wetterduft, den ich im Sommer auf jeden Fall auch trage, aber auch jetzt, wenn im Frühling so richtig schöne Temperaturen sind. Das ist für mich wie so ein Flakon Sonnenschein. Hier ist drin Kopfnote, Aldehyde, Bergamotte und rosa Pfeffer, Herznote, Rose, Jasmin, Pfingstrose, Maiglöckchen, Angelika und Basisnote, Amber, Moschus und Zeder. Und ich weiß gar nicht, woher dieses Fruchtige kommt, aber irgendwie hat es für mich so eine super fruchtige Note, die aber nicht in diese generische, bisschen blumig, bisschen süße Richtung geht, die man oft irgendwie bei Designerdüften findet, sondern super elegant, zeitlos, klassisch, aber kann man irgendwie trotzdem in jedem Alter tragen. Ein ähnlicher Duft, so von der Richtung her, ist der hier. Guckt euch mal diesen crazy Flakon an. Den hatte ich zugeschickt bekommen. Das ist von Essay Strikes the Notes Vittoria. Und ja, eigentlich geht der gar nicht in die gleiche Note. Ich glaube einfach vom Gefühl gibt es mir irgendwie was Ähnliches, aber das ist ein absoluter Luxusduft. Hier ist drin in der Kopfnote Rose, Orange, Zitrone, Grapefruit und Kirschblüte. Herznote Jasmin, Pfingstrose, Gardenie, Safran und Stechginster. Und Basisnote weißer Moschus, Eichenmus, Ambra, Ambrettsamen. Also es sind schon teilweise ähnliche Noten drin. Und gerade auch im Kopf habt ihr jetzt auch so dieses Süßliche gehört, ne? Also von der Orange, Zitrone, Grapefruit, Kirschblüte, was so ein bisschen dieses Süße, Spritzige holt. Aber hier finde ich, dass da noch ein bisschen mehr diese weiche Moschusnote rauskommt. Also es ist noch so ein bisschen weicher und auch so ein bisschen pudriger. Bisschen eleganter fast sogar als der von Isia.
ist natürlich auch ein sehr eleganter und stolzer Preis, aber der riecht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie super elegant und wie so eine feine Dame im Frühling. Der letzte Duft könnte euch überraschen, es ist nämlich Alien. Aber es ist ein Flanker, der nennt sich Eau Extraordinaire und das ist ein Eau de Toilette, was aber wie alle Aliens sehr extrem riecht. Der ist aber sehr, sehr besonders. Lasst euch jetzt nicht abschrecken, falls ihr das Alien in der Lila, in dem lila Flakon nicht so mögt. Ich habe Alien tatsächlich vor 10 Jahren, glaube ich, getragen und geliebt. Aber es war irgendwann einfach zu heftig, zu krass und man hat ihn zu oft gerochen. Und den habe ich tatsächlich auch blind gekauft aufgrund der gleichen YouTuberin und muss wirklich sagen, es ist eine spritzigere, frischere Version, die vor allem auch für den Frühling und an Frühlingsabenden perfekt ist. Hier ist drin Kopfnote Bergamotte-Tee, Neroli-Orangenblüte, Herznote Kaschmiran und Tiare und Basisnote Heliotrop und weißer Amber. Also ich finde, das klingt auch überhaupt nicht nach Alien. Ich finde, das klingt super frisch und spritzig. Aber man muss sagen, es kommt auf jeden Fall diese Alien-DNA raus, dieses verführerische. Allerdings ist hier kein Jasmin drin, also zumindest steht es hier nicht da. Auf jeden Fall aber eben Amber, Patchouli ist hier auch nicht drin. Also es ist irgendwie krass, weil diese extreme Alien-DNA ist hier nicht mehr drin, aber trotzdem riecht man das raus. Aber es hat einfach was viel Spritzigeres, Leichtes, Tragbareres. Also wenn ihr an sich vielleicht auch so 50-50 seid, irgendwie sagt euch Alien zu und irgendwie stößt es euch ab, dann könnte das eine sehr, sehr schöne Variante sein. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich den sehr selten in Parfümerien gesehen habe. Ich habe den tatsächlich online gekauft, aber vielleicht gibt es ihn in eurer Parfümerie. Und das sind die Düfte, die ich momentan total gerne trage, je nachdem, wie meine Stimmung ist, wie auch das Wetter ist, wie ich mich fühle. Ich muss auch dazu sagen, je nachdem kann ich Sachen auch besser oder schlechter riechen. Das war's dazu. Schreibt mir unbedingt mal, was ihr momentan gerne tragt oder auch wie ihr variiert. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.